Du kommst aus dem Balkan, wenn du dieses Starterpaket besitzt. Ein Haufen Uhren, ein AMG, Rakia, Gucci-Gürtel, Chibab-Chichi und natürlich eine glänzende Moncler-Jacke. Und du kommst aus dem Balkan, wenn du mindestens einmal im Monat einen neuen Mietwagen fährst. Du kommst aus dem Balkan, wenn deine Freunde wie aus dem Mafia-Film aussehen. Ihr könntet locker bei den Paten mitspielen. Jeder deiner Freunde macht irgendwas, aber keiner weiß, was er macht. Du kommst aus dem Balkan, wenn du dich von deinem Portemonnaie verabschiedest, weil du weißt, du gehst jetzt mit deiner Freundin einkaufen. Aber du weißt auch ganz genau, dass die schönsten Frauen der Welt aus dem Balkan kommen. Deswegen ist es für dich kein Problem, für sie Geld auszugeben. Du kommst aus dem Balkan, wenn du dich mit deinem Kumpel streitest, wer wen einlädt. Guck mal, letztes Mal hast du das Essen bezahlt, diesmal geht das Essen auf mich, okay, Bratin? Bratin, hör zu, ich lade dich heute ein, okay? Nein, Bratin, hör mir zu, auf mich geht das Essen heute, hast du mich verstanden? Bratin, auf mich, ich hab dir gesagt, ich bezahle, okay? Ich bezahle, Bratin. Du kommst aus dem Balkan, wenn du keine Balkan-Party der Welt verpasst. Wenn Balkaner etwas können, dann ist es Party machen. Du kommst aus dem Balkan, wenn du sagst, dass Davos Süke der beste Stürmer der Welt war. Und du kommst aus dem Balkan, wenn du diesen Psychoblick besitzt und die Person neben dir Panik kriegt. Und du kommst aus dem Balkan, wenn du jeden Brate nennst, auch wenn er schwarz ist. Jo, Brate, alles klar bei dir? Brate, Mann. Du bist schwarz, Alter. Hübsch. Was hat er gerade gesagt? Brate? Bratpfanne?